Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, wir reagieren heute auf Best of Gear Battles, Konter, Punchlines. Ich bin bereit, Leute, ballert mir weitere Vorschläge immer in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid, Battle Rap ist am Start. Abonniert den Kanal, Leute, um diese Videos nicht mehr zu verpassen. Let's go. Alle Battles findet ihr auf dem Kanal. Später ein AMG, deine Mutter wird nicht SPD, sondern diese AfD. Er will betteln, Mann, Junge, bist du krass bekloppt. Kommt auf die Bühne, das ist K1 mit Wasserkopf. Oho! Du bist ein Anfänger, ich bin der Don hier. Okay, Leute, sorry für die Qualität, aber ich kann nicht höher machen, oder? Kann ich? Nein, ist schon. Höher geht nicht, Leute. Sorry dafür, Mann. Halt die Fresse, brauchst gar nicht zu reden. Deine Mutter kommt und ich lass dich dafür quälen. Nicht von mir, sondern vom Gegner. Du Bastard, du bist doch für mich gar kein Gegner. Die Hose zu eng, aber dafür trägt der Rollkragen. Ich im Mercedes, der Kleine fährt noch Volkswagen. Junge, der Kleine fährt noch Volkswagen, ey. Ey, halt mal die Klappe, der Fettsack wird frech. Was ist das für eine Kette? Hier riecht's voll nach Blech. Aussehen zerstört, Image zerstört, sieht aus wie K1, fährt Volkswagen, tschüss. Krass. Wer sagt diese Kette, sie riecht hier nach Blech. Warte, frag deine Mutter, die Kette ist echt. Ganz klar, Mann, ich muss... Bruder, er fuckt mich jetzt schon ab. Nichts gegen ihn, aber er fuckt mich einfach ab. Dreimal jetzt mit Mutter zu kommen, willst du mich verarschen, Digga? Wieder Bahn fahren, komm mit mir nach Düsseldorf, gehen wir zu Bandau. Du bist ein schlechter Rapper, doch ein guter Hundesohn. Er kommt hier auf die Bühne mit der fetten Louis-Kollektion. Dieser Gürtel 290, Foto zusammen, der Fettsack. Guck mal die Drogenopfer an, Aaron Carter. Ich die Batterie, super, schlag dich mit Vater. Du Ratzelhasen, deine Eltern blasen. Was soll ich mit diesem Typen hier noch machen? Ganz klar, auf dieser Bühne stehen, ist für mich ein Lebenskitzel. Deine Mutter kennt mich an der Penisspitze. Was willst du jetzt noch sagen? Glaubst du nicht, geht... Ne, Leute, ne. Sowas fühle ich einfach nicht. Ich schwöre, ich fühle sowas nicht. Wie kann man viermal hintereinander, nachdem man wieder dran ist, wieder mit einer Mutterleine ankommen? Oh mein Gott, wie einfallslos. Sorry, Digga, aber ein, zweimal, ich sag nichts, aber viermal. Fünfmal! Fünfmal! Oh mein Gott! Du kriegst du Gold, sie kennt die Spitze nur, weil danach nichts folgt. Wow! Stark! Ich bin ein Freestyler, Rap ist... Stark! Stark von dir, Junge. Meine Tugend, erste Bundesliga gegen die F-Jugend. Ey, sorry, ich schieße ihn rein. In dein Ohr kriegst du einen Tunnler, du Schwein. Ja, du atmest du durch als Kameramann. No Man in Black und Gia Sandwich mit der Mama, verdammt. Und ich rappe viel zu schnell. Sag mal, seid ihr beide eigentlich hemisexuell? Ich guck auf dein T-Shirt, da steht VBT. Wenn ich im Dezember dann nach draußen gehe, eine Frau diese Sau da sehen, na dann fick ich sie halt auch im Schnee. Oh. Redest du? VB, Dezember, G. Dieser Flow einfach mit den Silben und der Reimkette. Alter, ist einfach nur Gold wert, Mann. Du Dicker da vom Boss Life, ich hab gehört, deine Frau trug Anzug bei der Hochzeit. Promo-Effekt, Dicker, bring dein Album bald raus und nenn es Jojo-Effekt. Du willst abnehmen, wir haben nicht dasselbe Ziel. Nach dem Turnier gibt Kollege mir den Label-Deal. Erhöht den Zehner um einen Zwanni und als Geschenk noch deine Mami. Aber Dicker, guck mal, da sitzt noch der Alias. Du zeigst ihm Titten so, als wären wir in Mardi Gras. Aber sorry, du hast Sex mit Kerlen. Aber zeig doch mal jetzt deine süßen Perlen. Süße Perlen und Alias. Du bist derjenige, der die Scheiße von Alias. Du hässlicher Bastard. Schöner Konter, Leute. Drop Dynamic. Schön. Ey. Was los? Komm schon, du Kackschwanz. Ich bin der Typ, der die Scheiße von Alias. Aber er ist der Typ, der meinen Aal hier aß. Also bitte, Mann. Das könnte so ein LBB-Outfit sein. So dieser, was sagt man eigentlich dazu? Keine Ahnung, Digga. Longsleeve? Nee. Pulli? Ach so, scheißegal. Scheiß drauf! Auf die Bühne, kümmere mich jetzt darum, summa summarum, er fällt Longshirt! Longshirt! Problem, Digga, er geht heute
in die Brüche. Dicker, ich bin heute das erste Mal hier auf der Bühne. Ist doch klar, dass da die Stimme abfuckt. Du weißt ganz genau, deine Mutter hat noch gesagt. Ja, du bist echt ein süßer Bubi, ich ein Mann. Erste Mal auf der Bühne, so hört er sich auch an. Dafür kriegst du von der Sound die Respekt. Vielleicht hättest du vorher noch ein bisschen abgespeckt. Oll. Er schlägt meine Makao und macht dir einen auf Pharao. Doch herzlich willkommen zu der Ich bin dein Vater Show. Und jetzt müssen wir das Ganze hier so tun. Aber er sagt, hättest du mal abgenommen. Ich finde, der Bruder ist gar nicht so, keine Ahnung, fett oder dick oder so, sondern einfach breit gebaut, Digga. Deswegen, aber trotzdem stark gerade von dir. Sehr, sehr stark von dir. Deine Mutter, ey, Mann, kleiner, so klingen nur nicht existierende. Leider heißt, dass du eine Mutter nie gehabt hast. Saisoneröffnung, ich schlag dir gerade den Kopf ab. Ich sag dir jetzt einfach mal beenden. Quittiert seine Leistung, bewirte der Hof in den Händen. Denn ich verdiene. Ey, ich schwöre, Leute, ich hätte überhaupt keinen Bock, gegen Gia zu battlen. Stell dir vor, ich bin da irgendwann und will so battlen und krieg so Gia einfach. Dann wäre ich einfach am Arsch und ich würde dann noch auf meine Zerstörung reagieren. Ey, war auf jeden Fall wieder ein geiles, geiles Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Würde mich unnormal freuen. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.